Es ist Mittwoch, der 12. August und damit herzlich willkommen zu Vogtland Aktuell, Ihrem täglichen Nachrichtenmagazin aus der Region. Und das sind heute unter anderem unsere Themen. Länderübergreifendes Chorprojekt sucht Unterstützung. Philharmonik Rock lässt die Hüllen fallen. Und Sachsens beste Autofahrer gekürt. Zu sperrig, zu teuer. Die Rede ist von den 1 und 2 Cent Münzen. In Finnland und Frankreich gibt es sie fast gar nicht mehr und auch die Mehrheit der Deutschen könnte auf sie verzichten. Das ergab jedenfalls eine Umfrage von Mai Marktforschung. Die Hälfte der 1000 Befragten kann Länder wie Finnland verstehen. Besonders die weiblichen Teilnehmer der Studie favorisieren sowieso eine bargeldlose Bezahlmethode. Auch die Mehrheit der Sachsen bräuchte die kleinen Kupferstücke nicht für ihren Einkauf. Jedenfalls, wenn es nach der jüngeren Generation gehen würde. Die EU erwägt seit längerem, die 1- und 2-Cent-Münzen abzuschaffen. Un poquito cantas, un poquito bailas, zpívání nás baví, protože jsme hraví. Když zpíváme leola, nikdo nám neodolá. So schön wie Slatka Sellinger aus Graslitz und Yvonne Dicklau aus Klingenthal, werden bald auch die Mitglieder eines Zwei-Länder-Chores singen. Ein Chor für euch soll er heißen. Wir selbst haben sehr viel Spaß am Singen und wollen das gerne den Kindern weitergeben, mit deutschen und tschechischen und natürlich auch internationalen Liedern. Das Angebot richtet sich vorerst an Grundschulkinder und versteht sich als Ergänzung zum Schulchor und nicht als Konkurrenz. Die Kinder sollen musikalische Grundbegriffe verstehen und lernen, die Stimme bewusst einzusetzen. Geprobt und musiziert wird regelmäßig beiderseits der Grenze. Wie oft das geschehen, wo und in welchem Turnus, das hängt vom Andrang ab. Eine zahlenmäßige Beschränkung gibt es nicht. Natürlich steht als Ziel, dass der Chor auch in beiden Ländern auftritt. Gelegenheiten und Anlässe dafür gibt es reichlich. Bürgermeister Thomas Hennig sagt, bei uns lebt der europäische Gedanke. Deshalb begrüßte die Stadt Klingenthal die Initiative der beiden Frauen und unterstützt das grenzüberschreitende Projekt. Die Stadt gibt also einen Eigenanteil, um die Sache zu finanzieren. Und die Landesdirektion Sachsen hat also die Finanzierung des Projekts zu 70% übernommen, sodass wir also jetzt ein Projekt haben, das sozusagen zu Beginn des Schuljahres anlaufen wird. Nun werden Chormitglieder gesucht. Interessenten wenden sich bitte an die Klingenthaler Touristinformation. Anlässlich 25 Jahre Deutsche Einheit wurde gestern die Ausstellung Plauen im Wandel der Zeitgeschichte im Rathausfoyer der Spitzenstadt eröffnet. Unter dem Motto Damals, gestern, heute zeigen 75 Fotos, wie Plauen zu DDR-Zeiten bzw. zur Wende aussah und was heute daraus geworden ist. Noch bis Anfang Oktober können Sie sich ein Bild von dem Projekt machen. Denn pünktlich am Tag der Deutschen Einheit werden die Fotografien in Plauens Partnerstadt Siegen gezeigt. Gefördert wird die Ausstellung vom Freistaat Sachsen. Philharmonik Rock lässt Hüllen fallen. Gut ein Dreivierteljahr vor der 22. Auflage des großen Open-Air-Spektakels an der Göllsteinbrücke suchen die Veranstalter die schönsten Männer des Vogtlandes. Wie Jens Fretschner, der Chef der Vogtland Kultur GmbH, gestern den Medienvertretern mitteilte, werden die Herren der Schöpfung für einen der zahlreichen musikalischen Höhepunkte gebraucht. Wir suchen also gut trainierte, schön gebaute und gut aussehende vogtländische Männer, die dort sich trauen, vor einem Publikum von mehreren tausend Leuten zu posen, vielleicht auch ein bisschen mitzutanzen. Wir werden eine Choreografie gemeinsam entwickeln und dann sich diesem Publikum zu zeigen. Und das ist natürlich schon eine besondere Note. Ideal wären 8 gut gebaute Männer, so Pretschner, der mit dieser Aktion noch mehr weibliche Besucher auf das Gelände an der Göllsteinbrücke ziehen möchte. Bewerbungen nimmt die Vogtland Kultur GmbH bis Ende September entgegen. Gleich 2 Brände machten der vogtländischen Landwirtschaft gestern zu schaffen. Auf einem Feld in Tirpersdorf fing eine Strohpresse plötzlich Feuer. Die Flammen erfassten auch etwa 2000 Quadratmeter des Stoppelfeldes und verursachten einen Schaden von 40.000 Euro.
Einen noch größeren Schaden, nämlich 80.000 Euro, muss ein Adorfer Landwirtschaftsbetrieb verzeichnen. Während der Verladung von Biomasse kam es im Motorbereich der Arbeitsmaschine zum Brand. Das Gerät sowie ein Großteil der Biomasse wurden verbrannt. Der Arbeiter konnte sich noch in Sicherheit bringen und wurde nicht verletzt. Die Kriminalpolizei begann noch am Abend mit der Untersuchung. Beste Einparker Sachsens gekürt. Das Treuener Kulturzentrumsgelände war vergangenen Sonntag Austragungsort des dritten und vierten Laufs der Sächsischen Landesmeisterschaft im Automobilturniersport. 12 Teilnehmer, darunter auch welche aus Bayern, hatten 10 Aufgaben zu bewältigen. Dazu mussten die Piloten zum Beispiel einen Slalomparcours vorwärts und rückwärts bewältigen, in einem Zug einparken oder vor einer Wand halten. Dabei ging es nicht nur um Zeit, sondern auch so wenige Fehler wie möglich zu machen. 3 der 4 Klassen wurden von der Familie Löwe aus Treuen dominiert. Bei den Herren bis 50 Jahre holte sich Christian Löwe mit seinem Trabant erneut den Landesmeistertitel. Er wird Anfang Oktober bei den Deutschen Meisterschaften an den Start gehen, wo er eine Platzierung unter den ersten 5 anvisiert. Die 4 Läufe der Landesmeisterschaft werden jedes Jahr vom Motorsportclub Globus Pausa im ADAC ausgerichtet und in den Städten Pausa und Treuen durchgeführt. Das war Vogtland aktuell für heute. Weiter geht es mit unserem Wetter. Wir sehen uns morgen wieder, wenn Sie wollen. Tschüss!